Und da sind wir wieder zur nächsten Folge Monster Hunter Rise. Gut, wir haben ja gerade in der letzten Folge ein bisschen hier im Dorf rumgelaufen, haben jetzt die Quest angenommen, dass wir ja einfach mal eine Quest machen sollen, damit wir wissen, wie es geht. Ihr hört im Hintergrund, ich habe jetzt die Musik eingeschaltet, also meine Playlist, und wir brechen einfach mal auf. Of worship, once so bustling, now home to monsters stalking and rustling. Hunters, beware, not waits but despair. Hanging in there? Und ja, da ist er wieder, unser Utsushi. Utsushi. Und dann geht er auch schon los. Das ist halt wie gesagt nur die erste Standardquest. Ist jetzt nichts Besonderes. Im Zelt kann ich noch kochen, falls ich vergessen habe zu essen. Aus Vorratstruhe gibt es von der Gilde ja immer ein paar Gegenstände, die einem vielleicht helfen können. Da hat sich jetzt nichts geändert im Verlauf zu... im Vergleich zu Monster Hunter World. Wir nehmen einfach mal alles mit. Insbesondere das gebratene Fleisch ist wichtig. So, wenn wir jetzt auf B drücken. Wieso funktioniert das nicht? Wo sind meine Pallys eigentlich? Ach, genau, das erklärt er mir ja erst. Ja, ja, alles gut. Meine Pallys sind noch nicht dabei. Natürlich alles mitnehmen, was ihr könnt. Oh. Tutorial. Ach so, was wir gleich noch einstellen müssen, ist die, ist das Herstellungsmenü. Das machen wir das gleich. Ja, das machen wir gleich. Herstellungsliste, Untermenü, Autoherstellungsoption. Trank lassen wir drin, im Megatrank, Gegengift auch. Aber alles andere schalten wir aus. Insbesondere die Munition. So. Alles ausgeschalten, sodass nur die Tränke an sind. Und das Gegengift. Ja, das ist gut. Das können wir so lassen. Let's do this! Und, ja, kein Fallschaden. Ja. Jetzt kommt die Geschichte mit den Seilkäfern. Das ist ja neu. Hey, ich habe das gut gemacht, wa? Genau, jetzt erklärt er uns die Buddies. Jetzt gibt er uns seine Buddies zur Hilfe. Ja. Sehr gut. Und weiter geht's. Diese Blümchen geben uns dann immer ein bisschen, hinten ist auch schon der erste Honig. Das Gute ist, wir können auch schon in der Quest die ersten Nebenquests mitmachen. Ist natürlich sehr geil, weil gibt Geld und so weiter und so fort. Jetzt erklärt er uns nochmal die Irrlitze. Genau. Wenn du sie berührst, verstärkt der Pollen den Glücksbringer, den du trägst, dein Foyer. Der Duft des Pollen umgibt deine Foyer und steigert die Werte. Ein kleiner Freund hier ist gelb, also erhöht er die Ausdauer. Andersfarbige Irrlitze erhöhen andere Werte. Ziemlich cool, wenn du mich fragst. Der Effekt bleibt nur für die aktuelle Quest verfügbar. Das heißt, wir müssen in jeder Quest weiterlaufen, weitersuchen. Da drüben ist ein Tuchfalter. Tuchfalter sind eine von vielen Kreaturen, denen du im Jagdgebiet begegnest. Wir nennen sie einheimische Wesen. Das Pulver des kleinen Flattermanns verstreut, kann seine Verteidigung stärken. Es gibt viele andere einheimische Wesen, die dir bei der Jagd auf verschiedene Weise helfen können.
Genau. Immer schön nach den einheimischen Wesen umgucken. Die geben Buffs, die geben Angriffsplus und so weiter und so fort. Jetzt holen wir uns mal den Tuchfalter hier. Der gibt zum Beispiel, was hat er gegeben? Verteidigung. Blitzbomben kennen wir auch schon. Wichtig, Knochen mitnehmen. Was mir da allerdings noch fehlt, ist bei der Anzeige oben. Ihr seht ja dieses grüne Symbol oben, das flattert. Mir fehlt die Zeitanzeige, wie lange die wirken. Ich weiß nicht, ich habe keine kann nicht einschätzen, wie lange diese Buffs wirken. Genau, mit Buddies kann man angreifen. Also wenn man den Palamute reitet, kann man angreifen. Am besten ist es, wenn ich nachher mit meinen eigenen unterwegs bin, wenn wir dann alleine unterwegs sind. Ganz wichtig, immer wieder, wie gesagt, Spinnennetze. Hier ist eine kleine Abkürzung drin. Kommen wir auch noch in späterer Mission hinzu. Jetzt muss ich das erste Mal kämpfen. Mit X absteigen, mit A absteigen, Y Waffe ziehen, Bums. Die Kleinen können natürlich nicht so viel. Huch. Zielen finde ich immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Genau, jetzt soll ich die zerlegen, damit ich die an die Sachen rankomme. Jetzt habe ich natürlich gerade einen Trank getrunken, ich Idiot. Weil ich wieder zu schnell war. Nicht mitgekriegt, dass er die Waffe schon weggesteckt hat. Also es kann durchaus sein, dass ich die nächsten Folgen dann auch mal mit anderen Waffen unterwegs bin. Aber primär Ziel ist halt mit dem Großschwert zu kämpfen, obwohl ich... Doppelklinge ist schon sehr geil. Ja, das muss man schon dazu sagen. Doppelklinge ist sehr, sehr geil. Man kann übrigens jetzt hier auch weiter rumlaufen. Ups, ich will nicht absteigen eigentlich. Um noch Sachen zu machen. Man hat da 50 Minuten Zeit. Und alles, was wir jetzt noch machen könnten, alles, was wir machen müssen, ist zu ihm zurückzukehren. Hier seht ihr dann auch wieder Irlitze. Das ist Angriff plus 1. Und jetzt müssen wir aber, wir machen weiter, weil wir müssen per Schnellreise ins Hauptlager. Oh, ich hätte erst mit ihm reden müssen. Verdammt. Ups. Sowas kommt von sowas. Ich habe übrigens mal die Laber-Oftheit des Charakters, also des eigenen Charakters, der kann ja jetzt sprechen, der ist ja nicht mehr ganz stumm. Habe ich die mal reduziert auf 20%. Er ist halt ein stiller Samurai, ne? Da ist er wieder, hat also gar nicht so lange gedauert. Genau, jetzt wir sollen die Schnellreise benutzen. Hier, Detailkarte, Hauptlager, Schnellreise, Bums. Haben wir ja schon gemacht. Wups. Oh, es stört mich, irgendwie stört mich das gerade, dass da das Katana mit an der Seite hängt. Und damit ist das Hauptziel abgeschlossen, Quest fertig. Hat das Ding eigentlich eine Selfie-Cam? Lager anpassen. Also, sind natürlich nicht meine Buddies. So, Quest-Beendungsmenü, ganz einfach. Kennt man ja schon. Wir sind nicht gestorben. Und da sind wir.
Oh Gott. So, so, Lord Renly, bla bla bla. Wenn nichts auch nichts anderes erwartet, hast du heute die Kern des Langs, des Jagens erlernt. Das war übrigens auch eine Quest aus der Demo. Man hat in der Demo die Tutorial-Quests machen können. Alle, glaube ich. So, genau, arbeite weiter, bla bla bla. Questaufstieg, hier Trainingsquest. Die drei, glaube ich, konnte man in der, ja, Reiten lernen. Und genau, die drei konnte man in der Demo spielen. So, wir machen jetzt mal die Quest Reiten lernen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Noch gar nicht. Das will ich jetzt nämlich wissen. Dafür brauchen wir kein Essen. Und es geht in die Arena. Ravenous Monsters, their eyes shining bright. Courageous Hunters, looking for a fight. This is where they clash, their spirits alight. Und da sind wir. Bist gekommen, das Wirbernreiten zu lernen. Klasse. Kein Thema, ich zeig dir gerne, wie es geht. Okay, fangen wir mit den Grundlagen an. Wirbernreiten ist eine echt krasse Technik, die mit Eisenseite arbeitet, um ein Monster deinen Willen zu unterwerfen. Beim Reiten kannst du das Monster zwingen, andere Monster anzugreifen oder es sogar an Wände krachen lassen und übel verletzen. Nun, es sind ein paar Schritte nötig, um dich erfolgreich auf ein Monster zu halten. Das ging ja an Monster in World auch schon. Und das ist halt... Wenn du bereit bist, komm zum Treffpunkt. Ich gebe dir nähere Infos. Genau. RB halten, um dich zu bewegen. LS. Greife B und Y an. Mit A weichst du aus. Passt. Ne, das ist halt diese Standardbewegung. So, wir gehen mal zur Vorratstruhe. Nehmen uns, was wir brauchen. Und dann... Attacke. Na, leg die Waffe weg. Danke. Ritt, genau, dann pass auf. Also, wenn du Wirbeln reiten möchtest, musst du das erstmal ein Monster in den Reitbar-Status versetzen. Es gibt viele Wege, das zu erreichen. Für den Anfang schauen wir uns mal die gute alte Seelenbinder-Methode mit Seilkäfern an. Wenn du ein Monster kontinuierlich mit Seidenbinder angriffen drangsalisierst, verheddert sich irgendwann und wird reitbar. Du nutzt dafür einen Seilkäfer, also wird dein Seilkäferbalken verbraucht. Behalte es also gut im Blick. Jeder Waffentyp hat seinen eigenen Seelenbinder-Technik, also probier sie alle aus. Magst du den Moment zum Üben nehmen? Gib mir einfach Bescheid, wenn du genug hast. So, jetzt kommt das, was ich nicht ganz verstanden habe. Vollführe Seilsprints, schnelle Manöver in der Luft, führe Seilenbinder-spezifische Waffentricks aus, um gewinne mit Seilfall deine Beherrschung zurück. Leere Seil füllt sich wieder auf, Verbrauchsmenge, Erholungsdauer, Seil, genau. Also halte LT gedrückt und drücke Y für vertikale Bewegung, B für Vorwärtsbewegung. RT, um die Zielrichtung zu, um dich in Zielrichtung zu bewegen. Nutze Seilsprints nacheinander oder vor einer Wand für einen Wandlauf. Kommen wir später noch zu. Beziehungsweise haben wir im letzten Tutorial schon gemacht. Jede Waffe hat ihren eigenen Seilkäfer benutzt. Seilkäfer genutzten Seelenbinderfähigkeit. Mit weggesteckter Waffe ist diese nicht nutzbar. Zieh deine Waffe, halte LT oder RB, drücke dann Y oder B. Jeder Waffentyp hat seine eigenen Fähigkeiten. Experimentieren lohnt sich. Also ziehen wir mal die Waffe. Oh, nicht tränken. Also ich soll LT halten. Nee, das geht nicht. Okay. Kommen jetzt schon Monster oder? Da vorne ist noch ein Seilkäfer. Also mit hier Doppel-LT, RT gibt's halt diesen. Achso, das geht nach oben und das geht zur Seite. Gezogene Waffe. Ist das so eine Art Block? Zieh die Waffe.
Okay, das ist so eine Art Blocken, oder? Habe ich das gerade falsch verstanden? Das ist ja ein Angriff. Also da springt er mit dem Seilkäfer nach oben und haut drauf. Und B ist eher so, okay. Genau, da macht er so einen Schwinger. Das ist okay. Wenn ich das Ganze mit B mache, jetzt ist irgendwie ein Cooldown, den man nicht sieht. Mit B ist das eher so ein... Ja, so ein Gestrüpp, oder? Okay, okay. Gut, dann spreche ich noch mit dem Meister. Okay, okay. Alles klar, keine Fragen mehr zur Nutzung der Seelenbinder-Technik. Gut, als nächstes zeige ich dir, wie du dir ein ganz fantastisches Einnahmeswesen, eine Marionettenspinne. Gleich da drüben ist eine Marionettenspinne. Mit etwas Glück können die klebrigen, robusten Seidenfäden dieser Spinne genutzt werden, um ein Monster reitbar zu machen. Du kannst diese Seelenbinder-Technik oder eine Marionettenspinne nutzen, um ein Monster zu besiegen. Funktioniert beides. Geh auf ein reitbares Monster zu, greife es entweder an und drücke mit weggesteckter Waffe B, um den Wyvern-Ritt zu starten. Du weißt jetzt also, wie man Wyvern-Ritt startet. Cool, jetzt musst du es nur noch austesten und schauen, welches Stil dir besser liegt. Sieht aus, als lässt sich Verbrauch ankommen, auf einen Versuch ankommen. Gut, ich habe hier extra hierfür einen Azurus. Ja, gleich einen Azurus, okay. Konzentriere dich also erstmal darauf, den Reitbar-Status zu bekommen. Okay. Marionettenspinne. Wie kann ich die jetzt auswählen? Kann ich die hier irgendwie setzen? Da ist der Azurus. Oder kann ich die... Ah, da ist die Spinne. Da ist sie drin. Ah, okay, okay. Gut. Dann greifen wir mal an. Oh, der haut mich gleich mal weg. Moment. Okay, wie kriege ich den jetzt in den Reitbar-Status? Geh weg, geh mir nicht auf den Keks. Gut, versetze einen, indem du genügend Seilkäfer, Sprungangriffe, Seilenbindaktion angreifst. Nacheinander Käst, bestimmt okay. Jetzt kann ich ihn reiten. Ah, okay, man muss das bloß oft genug machen, okay. Okay, okay. Und jetzt kann ich halt hingehen und mit ihm gegen eine Wand reiten. Und ich kann auch angreifen. Wuhu! Jetzt zeige ich dir, wie du das Monster schleuderst. Mit X schleuderst du das Monster, das du reitest, gegen Hindernisse, was ihm schweren Schaden zufügt und stürzen lässt. Achte darauf, dass Hindernisse oder Wände zielst, wenn du Monster schleuderst, um maximalen Schaden zu verursachen. Nachdem du ein Monster gegen eine Wand oder ein Hindernis geschleudert hast, drücke A, um deine Balance zu finden. Verbraucht deinen Seilkäferbalken. Nutzt du in diesem Zustand zur rechten Zeit erneut Monster schleudern, wird das Monster wiederholt übel zugerichtet. Okay. Der ist sogar auch noch. Grundlagen sitzen. Ah, jetzt kann ich ihn... Warte mal, hier war das mit bewegen, ne?
Jetzt darf ich gegen den anderen Azuros kämpfen, okay. Autsch. Okay. Das hat schon mal besser gefunden. Wyvernritt. Wenn dein Wyvernrittbalken voll ist, drücke Y und B gleichzeitig, um verheerenden berittenen Rechner auszuführen. Okay. Kann ich mich jetzt noch bewegen hier? Danke. Das ist übrigens extrem geil, um Sachen von Monstern runterzuprügeln. Das Dumme ist nur, danach ist meistens der Ritt auch beendet. Wir können jetzt nämlich hier hingehen, gucken, ob es funktioniert. Gleich schon mal ein bisschen Azuros-Material snacken. Mal gucken, ob es geklappt hat. Ich weiß nicht, ob man die aus Arena mitnehmen kann bei der Tutorial. Ich mache zwischendurch immer mal ein paar Screenshots. Und hat sich das, ich weiß nicht, ob ich es mitgenommen habe. Aber werden wir sehen. 120 Zennis, Kamua-Punkte, weiter. So. Damit haben wir die erste Tutorial-Quest abgeschlossen. Was ist er denn mit ihm? Hey, ich habe was für dich. Wir gehen mal kurz noch zum Chef. Mal gucken, was Fugen von uns will. Schön, euch zu sehen. Was macht das Jägerleben? Ich möchte dir etwas erledigen. Neben den üblichen Pflichten als Monsterjäger, meine ich. Wenn die Dorfbewohner je von ihrem Problem berichten, schenk ihnen ein offenes Ohr und geh ihnen zur Hand, wenn du kannst. Ich weiß, das kommt plötzlich, aber keine Sorge, ich habe kleine Aufgaben zur Eingewohnung für dich. Ich möchte, dass du mir etwas holst. Meinst du, du schaffst das? Komm wieder zu mir, wenn du fertig bist. Das sind so die Sidequests. Genau. Ich habe jetzt erstmal die Quest direkt wieder abgeliefert. Und krieg dafür 10 Tränke. So. Ich muss dringend mit dir reden. Okay, das hatte ich. Wenn du deinen Schutz nicht ernst nimmst, wirst du im Feld dann nicht lange überleben. Verbessern, nötige Rüstkugeln mitbringen. Genau, das ist die Rüstkugeln-Dinger. Aber die Quest, die Standardrüstung, die wir haben, die braucht man nicht aufrüsten. Hat der noch was? Ah ja, da haben wir es. Den habe ich gesucht. Der gibt uns nämlich hin und wieder die großen Seilkäfer, die uns gleich in der nächsten Mission ein bisschen weiterhelfen werden. So. Das war das. Damit Folge 2 beendet, oder diese Folge beendet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir die nächste oder die erste richtige Dorfquest machen. Bis dahin, Freunde. Bye, bye. Und tschüss.